immer sitzen wir immer hier rum. Wir sitzen immer noch hier rum, ja. Und wir präsentieren euch jetzt den Rückblick in den Hörspielmonat Oktober. Das geht dieses Mal mit einem kleinen, feinen Hörspiel für die kleinen, kleinen los. Nämlich das kleine Wir von Daniela Kunkel bei Silberfisch Hörbuch Hamburg herausgekommen. Diesen Stil habe ich gedacht, das kenne ich doch irgendwoher. Das war die Geschichte mit dem Hasenohren und dem Hasen. Auch dieses Hörspiel ist für die kleinsten gedacht. Natürlich an der bewährten, einpersönigen Zielgruppe in diesem Hause getestet worden. Er hat durchgehalten. Obwohl das Ding deutlich länger ist. Bei dem Hasen war es ja so, dass das so drei kleine Hörspiele waren. Und hier dauert das schon ein bisschen länger. Es wird eine ganze Geschichte erzählt über das kleine Wir. Das ist natürlich sehr schnuckelig. Das geht auch auf ein Buch zurück mit schönen Illustrationen. Ja, da geht es eben um Freundschaft und wie eben dieses Wir als Person quasi immer mit den zwei Freunden, um die es dort geht, mitspielt. Und na, wenn die sich eben besonders gerne haben, wächst dieses Wir. Und wenn es dann mal Streit gibt, dann wird das kleine Wir immer kleiner und immer kleiner. Und das ist natürlich sehr schnuffig, ist jetzt nichts großartig pädagogisch unfassbar Wertvolles, aber das ist wirklich eine schöne kleine Idee, woraus sie ein schönes kleines Hörspiel gemacht haben, das wirklich funktioniert. Also das Kind hat tatsächlich dem Ganzen gefolgt, was schon, finde ich, erstaunlich ist, auch über die längere Spielzeit. Da ist ja doch eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern doch, also in dem Alter, so also unsere ist jetzt 3,5, doch eigentlich deutlich kürzer. Und das habe ich schon mit Staunen tatsächlich begutachtet und fand das durchaus spannend. Und ja, ist wirklich schön gemacht, ist natürlich wirklich was für die Kleinkleinen, aber wie gesagt, es funktioniert, ist eine nette kleine Geschichte, gut umgesetzt. Für einen Erwachsenen ist es natürlich ein bisschen schwer, wenn man das Kind jetzt nicht daneben hat. Mhm. Also den Erwachsenen würde ich das jetzt nicht ans Ohr empfehlen, aber na so im familiären Kreise, wo es noch so was Kleines gibt, gerne. Schön. Oh, ist doch schon was. Ja, gleiche Zielgruppe. Ach nee, doch nicht. Fast. Das Schäfer und Bursche Halloween Special von Robert Weber. Es war Halloween und Robert Weber hat für Schäfer und Bursche das bewährte Duo, ich kenne sie nicht, ich brauche da nicht, gar nicht groß angeben, also die machen eine Morningshow. Der Name ist mir schon, also gerade Bursche, sagt man was, Schäfer, hätte Schitz. Ist das nicht der eine, der hier mit diesen Viechern da auf die Weide? Genau, Schäfer Heinrich, die RTL-Freunde wissen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das denke ich mir. Bin ich wieder zu jung? Ja. Okay. Nein. Also das ist ein Duo, das eigentlich bei 1 Live so eine Morningshow macht. Und die haben eben ein Special gemacht zu Halloween, wo sie eben abends dann eine Abendshow gekriegt haben. Und das Ganze hat Robert Weber verzapft. Und dann kann man sich ja schon denken, okay, Robert Weber verzapft was zu Halloween. Natürlich wird es dann auch dementsprechend gruselig und merkwürdig. Und so ist es auch, denn es ruft mitten in diesem Special eine Person im Studio an und übernimmt quasi komplett die ganze Technik des Studios und ist für einen Spieler zuständig und spricht mit den Moderatoren, die sich ja nicht so amüsiert zeigen. Erst denken sie so, ach ja, wie lustig, aber als der Anrufer dann erzählt, dass er in der ganzen Stadt in Kölle ja diverse Giftbomben versteckt hat, Gasbomben, Giftbomben ist ja wurscht, also irgendwas mit Gas und Gift, Giftgas, klar. Irgendwas mit Gas und Gift. Oh, ich bin nicht auf der Höhe heute, ihr hört's. Es wäre die Chance gewesen. Was wäre die Chance gewesen? Naja, ganz Köln oder Giftgas. Magst du Köln nicht so? Nein, ich meine, Düsseldorf hätte man wahrscheinlich gesagt, jo. Ja, das ist das Problem. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall droht er damit eben, wenn die Moderatoren nicht im Studio bleiben, dort ist übrigens auch eine Bombe versteckt, dann lässt er eben die Bombe erst zuerst hochgehen. Und ja, sie müssen halt so nach und nach Rätsel lösen quasi. Das tun sie dann auch. Und dann auch, dann wird es lustig unter Mithilfe und sehr spaßig tatsächlich. Also für den, der weiß, dass das nicht echt ist, muss ich dazu packen. Ja, dann unter Mithilfe des Publikums, die dann auch im Studio anrufen. Zum Beispiel beim russischen Roulette dann. Ja, eine ziemlich prominente Rolle spielen. Und eben Unterstützung bei den Rätseln geben und so zieht sich das halt quasi durch, unterstützt dann von Musik und das war doch sehr launig, auch wenn ich jetzt sagen muss, dass hier Schäfer und Bursche, den merkt man in einigen Szenen natürlich an, dass die eigentlich ja keine Schauspieler sind, sondern so eine Morningshow machen, aber so insgesamt haben sie das eigentlich schon ganz okay gemacht und
Ja, so dieser Drive dieser ganzen Sendung, dieser Radiostunde ist tatsächlich ganz gut gelungen und ganz nett. Man bleibt immer dran und will dann immer wissen, na, was lässt er sich jetzt als nächstes Fieses einfallen? Und das ist es ja letztlich, um was es hier geht. Ja. Doch, das hat sehr viel Laune gemacht, tatsächlich. Und das kann man sich Das auch im Nachklapp gut ist, anhören. ja, denke ich auch. Das einzige Problem ist tatsächlich, was ich nicht so, was mich so ein bisschen gestört hat, war diese, ja, so eine komische Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor. Also das war immer so, es war ziemlich gebrochen. Also mal war das total lustig und wieder extremst ernst. Ja, das war mir irgendwie nicht so griffig genug. Nicht konsequent genug. Diesbezüglich, ja, konsequent, genau, das Wort hat mir gefehlt. Weil das ist ja am Schluss, wird das ja schon ziemlich heftig. Also wie es Oh an ja. den Schusswaffengebrauch geht, das ist ja nicht ohne. Und davor hat man halt mit Martin Klempner auch noch so super lustige Szenen drin, die dann kippen. Aber ja, es hat da, wie gesagt, so ein bisschen die Konsequenz, ja, die gefehlt hat. Aber tatsächlich macht es Laune, man bleibt tatsächlich auch dran. Ja. Und könnt ihr euch immer noch anhören, obwohl kein Halloween mehr ist. Genau, auch später noch. So, dann hat der WDR noch was gemacht, was ich allerdings, um es direkt zu sagen, am ersten Teil abgebrochen habe. Und zwar ein fünfteiliges Hörspiel Der Weltenfalter von Christian Möller und Matthias Burschardt. Als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das klingt nach Falco Senf, weil es ist auch tatsächlich ähnlich. Es geht quasi um einen Podcast, der gemacht wird über einen Mann oder beziehungsweise über den Nachkommen eines Mannes und dieser Erbe hat, nee, der Vererber. Erbe ist jetzt der junge Mann. Also der junge Mann macht den Podcast und der Vererber hat ihm ein Haus, wo es ganz viele Papierfaltobjekte gibt. Also alles Mögliche ist aus Papier gefaltet und das ganze Haus ist voll von Insekten, Kindern, Hunden, was auch immer. Das soll halt eben mit einem Podcast begleitet werden. Das tut man auch, allerdings über 5 Folgen. Ganz ehrlich, nach der ersten Folge habe ich schon gedacht, jo, die Idee ist grundsätzlich nett, aber mir war es eigentlich schon nach der ersten Folge, habe ich schon keinen Grund mehr gesehen, das weiterzuhören. Weil da kam, also außer der Sache, dass es halt eben diese Dinger gab, war da nicht viel. Es kann natürlich sein, dass es in den letzten 4 Folgen dann auch total toll wird. Aber ich habe echt keinen Grund gesehen, das weiterzuhören tatsächlich. Also ich fand das ein bisschen zu öde und vielleicht hätten wir in der ersten Folge ein bisschen mehr rauslassen müssen, was dann noch passiert. Also das plätscherte so vor sich hin. Es klang tatsächlich so, wie wenn der Nachbar quasi über ja, seinen Großvater und dann hat man einen Aspekt, den man rausgreifen kann, der wirklich bis in dem Fall besonders ist. Aber mehr war es halt noch nicht in der ersten Folge. Und ja, von daher. Man kann es ja mal antesten, aber ich fand, war wie gesagt nach der ersten Folge schon zu sehr bedient. Okay, naja. Ja, dann zu etwas Großem, was so sich einreiht, sage ich mal, in den Reigen dieser Podcasts, die zurzeit um sich greifen. Und zwar hat der RBB einen Podcast machen lassen von Tim Staffel. Und Tim Staffel hat dieses getan unter dem Titel Dope. Und Dope sagt eigentlich schon, worum es geht. Es geht um Drogen. Und das Ganze spielt im Hier und Jetzt und in der Hauptstadt. Dort wohnt Vanessa. Vanessa dümpelt so quasi so ein bisschen vor sich hin. Sie hat ein Studium in Pharmakologie, Pharmazie, Pharmakologie. Sie ist Auch Pharmakologin, schön. Pharmazologie gemacht. Ihr wisst, was ich meine. Fragt sich halt jetzt, ob sie da das durchziehen soll oder ja, was sie damit jetzt anfangen soll. Weil sie eigentlich kellnert sie letztlich hauptberuflich und ja, hängt halt so ein bisschen zwischen den Seilen, sage ich mal, bis sie dann eine so eine Art Berufung für sich entdeckt und zwar ja das Drogengeschäft. Sie wird tatsächlich Dealerin, kommt eben durch einige Connections an die Ware heran und bei ihr kriegt man dann letztlich so ziemlich alles, was ja, was es so gibt auf dem Markt, bis auf die ganz harten Sachen, von denen sie die Finger lässt. Also es dreht sich wirklich hauptsächlich um sie und wie sie ihr, sag ich mal, Geschäft mit ihren Kunden so aufzieht und versucht eben auf Distanz zu bleiben, was eben und die goldenen Regeln quasi einzuhalten, dass man eben selber nicht zum eigenen Zeug greift und eben ja, dass man eben Abstand zu den Kunden hält und so weiter und so fort. Und das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Sie hat auch eine sehr illustre Schar an Klienten tatsächlich. Das reicht von einer Oma über Politiker bis hin zu Ärzten. Weil eben jeder, und das fand ich das Starke an dem Stück, wie dargestellt wird, warum die Leute Drogen nehmen tatsächlich. Um sich zu pushen, um quasi wach zu bleiben, um konzentriert Schmerzen. zu bleiben, um sich zu entspannen und
dass halt anscheinend, also von diesen Figuren zumindest, jeder ein starkes Bedürfnis hat, zu Drogen zu greifen. Und das ist eben das Fatale, was sich dann natürlich immer mehr zuspitzt. Also gerade im Falle des Politikers zum Beispiel, wo eben ja immer das Ganze in der Schwebe hängt, ob das irgendwann mal auffliegt oder mit dem Arzt, ob der dann irgendwann mal Fehler macht oder halt ja andere Dinge. Also weil wo Licht ist quasi, was die Droge bewirken kann, ist natürlich immens viel mehr Schatten. Und das wird eben hier ganz gut dargestellt, auch anhand dieser Hauptfigur von Vanessa, die eben natürlich durch ihr Geschäft dann auch so immer mehr in die Bredouille gerät. Was auch tangiert wird, ist natürlich die moralische Frage immer wieder. Eigentlich sage ich jetzt mal wirklich ganz gut, auch so die Herangehensweise. Ich hab mich tatsächlich schwer getan, reinzukommen, mit den Figuren warm zu werden. Gerade Vanessa fand ich sehr unsympathisch tatsächlich. Mhm. Ziemlich lange Zeit ist, glaube ich, auch so gewollt, dass sie eben so getrieben ist und ja eben so diese moralische Frage ziemlich verdrängt. Das wird sehr, sehr verdrängt tatsächlich so die meiste Zeit. Ich weiß nicht, ob das grad, war. Fand ich aber großartig daran, weil man halt eben so versucht, so nicht so die Klischeefiguren zu haben und das möglichst ohne ja das ins Soapige abgleiten zu lassen. Also ich meine, da sind ja schon so ein paar Fallstricke drin, aber dadurch, dass man diese Figur so ein bisschen spröde hält, funktioniert das eigentlich ganz gut. Also macht es aber auch schwer am Anfang. Glaubwürdig, ja. Macht es aber auch schwer, da reinzukommen. Zeigt ja dann auch so ein paar falsche Momente, also zum Beispiel da der Oma das Geld abknöpfen will und dann erst im zweiten Gang merkt, hier, da ist irgendwo passt die Regeln nicht in dem Fall. Ja. Und das ist ja, da kriegt das dann so einen sympathischen Schlupf, aber das ist dann ja auch gleich so ein Moment, wo man denkt, jetzt kippt alles, weil das jetzt so abzugleiten droht, aber dann fängt sich es auch wieder. Und das fand ich schon ziemlich gut, wie man das gemacht hat. Ja, gen Ende fand ich es dann ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Das spitzt sich dann letztlich auf einen Tod, sage ich jetzt mal, zu, der eigentlich ziemlich hart ist, der dann aber auch irgendwie so beiseite gewischt wird. Und da war es mir dann ein bisschen zu drüber tatsächlich. Und wie es dann ausläuft. Ging auch ein bisschen schnell, ja. Und wie es dann vor allem ausläuft. Aber ansonsten sicher hörenswert, keine Frage. Und das fand ich aber dann auch wieder als, weil das halt so kein typisches Ende war. Das passte dann auch schon wieder so ganz gut ins Konzept. Ja, schon. Weil man das versucht, dass man da so ein rundes Hollywood-Ende eben vermeiden will und das halt möglichst auch tatsächlich so spröde, wie die Handlung auch endet. Ja, hast du eigentlich auch recht, ja. Also es ist eigentlich konsequent. In dem Moment fand ich es aber merkwürdig, ja. Ja, merkwürdig ist es, ja. Aber das ganze Ding ist merkwürdig. Das stimmt. Aber gut. Ja, das stimmt. Also ich fand's wirklich klasse und habe das wirklich mit sehr viel Genuss gehört. Und ja, weil es halt eben mal tatsächlich was anderes war, weil man tatsächlich mal versucht, modern und originell zu erzählen, das ist bei mir ja immer schon, hat man ja immer schon mal gleich einen Steinbruch im Brett, wenn man nicht alle Schubladen aufmacht, die man so kennt und alles raus und dann irgendeinen Kuchen backt da draus, der halt möglichst wohlschmeckend ist, sondern tatsächlich auch wirklich mal was, wo man ein bisschen dran länger kauen muss. Das ist schon ziemlich. Also ich könnte mir das vorstellen, dass das habe ich mir so mal fürs Jahresende notiert. Nee, das glaube ich bei mir nicht. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber mal gucken. Muss ja nochmal immer in mich gehen dann. Ja. Das Jahr ist ja noch lang. Es kann ja noch einiges kommen. Zum Beispiel Dreamland. Grollgewölge. Ich wollte Grusel und Folge zusammenpacken. Ja. Grusel, Folge 40, Mutter. Ist auch schön, Grollge. Grollge. Das klingt irgendwie wie so ein skandinavischer Zug. Das ist doch, hat doch was von Malmsheimer. Der macht doch auch immer so Schnapfentröger. Und Strich drunter, in zwei Worte zusammenzuführen. Wie Ergo und Also. Galso. Ich schreibe mir die Grollge. Das kann man aber auch nur bei Dreamland Grusel verwenden dann, ja. Das stimmt, naja, obwohl ich jeder neue Grollge und Gruselkabinett, vielleicht heißt es auch demnächst Grabinett. Graf. Oh, schön. Und Grocke. Ja. Ja, dieser Grock ist jetzt vorbei. Ja, die ja. Mutter. Schönes Cover. Sticht irgendwie raus, weiß auch nicht. Ja, tatsächlich. Das spricht einfach. Das war's dann aber auch schon. Ja, und Andreas Fröhlich spielt mit. Das ist schon eine Hausmarke. Ja. Ja, worum geht's? Es geht um eine Krimi-Autorin, die jemanden kennenlernt. In Cardiff auf einer Klippe wohnt. Dann schmutz schon. Ach, dann kommt schon der Schmu. Ja. Da ist schon der Schmu da, schon relativ früh in dieser Geschichte. Also sie trennt sich quasi erstmal am aber Anfang. Aber wie? Der Schmu. Aber wie? Wie die sich trennt? Ach so, das meinst du. Dieser Streit, der ist so bei 20%. Und schlagartig sind über 180. Das fand ich so klasse. Na, du bist doof, du bist doof. Leck mir nee, du bist doof.
Auf jeden Fall geht dann, glaube ich, der Mann und sie landet eben mit einer Freundin in der Bar und dort sitzt dieser einsame, gut aussehende Mann, der so ganz toll aussieht und so ganz schüchtern daherkommt und dann geht die bei Freundin. Sex Sandler in der Musikagentur arbeitet und ein VW Käfer fährt. Ja, Andreas Röhlich, ja. Ja, aber da unterhalten sie sich so und alles ganz okay und dann gehen die irgendwie spazieren an der Steilküste. Ja. Mhm. Und dann hat er so kleine Aussetzer. Die halt nicht, finde ich, sehr, ach, das ist einfach nicht gut geschrieben. Die einfach, da kommt halt diese Mutter quasi aus dem Off und das ist nicht gut. Das funktioniert einfach nicht. Es ist wie im wahren Leben, wenn die Mutter aus dem Off kommt, das ist nie gut und das ist auch hier nicht gut. Mhm. Das funktioniert nicht. Das hätte man Andreas Fröhlich einfach allein machen lassen sollen. Einfach wirklich nur die Reaktion, das reicht doch schon. Das ist so eine Überbetonung wieder, die einfach nicht nötig ist, weil die Leute sind, die sind schlau genug, die raffen das auch so. Traut dem Hörer was zu, bitte. Ja, und das Ganze schaukelt sich halt hoch und dieser schüchterne Edgar Sullivan nimmt sie dann mit nach Hause im Wald, irgendwo im Nirgendwo, natürlich einsame Holzhütte. Wo Mama ist. Und Mama ist halt schon merkwürdig, auch voll geil eigentlich hier, Alexandra Lange, die wirklich großartig ist, aber halt das, wenn das Skript halt nicht wäre, weil das funktioniert halt einfach nicht. Und dann ist das so merkwürdig, wie diese Geschichte aufgebaut ist, dann in diesem Haus, zu kompliziert teilweise und dann halt auch wieder komisch vermischt mit diesen Ebenen. Weiß nicht, also in den meisten Szenen, was mich immer geärgert hat, ist, dass es A, zu kompliziert ist und dass man dem Hörer zu wenig zutraut. Und die zwei Sachen prallen halt hier wirklich frontal auf einen ein. Ich hätte noch ein schönes 70er-Jahre-Frauenbild anzubieten. Ja. Also, was auch noch da so reinspielt. Also, total doofe Frau. Also, nicht doof im Sinne von doof, aber so naiv, dumm. Aber ist die erfolgreiche Krimi-Autorin und... Ja, da geht's ja eigentlich schon los. Das ist so eine, so eine Hülle. Warum? Ja, warum macht die sowas da? Ist doch von vornherein klar, dass das nichts wird, so wie das klassische Angriff. Hat die noch nie ein Hörspiel gehört? Ja. Ja, und so nimmt das Ganze halt seinen Klischee, Lauf. Klischee, und, da nochmal und hier. Ich weiß auch nicht, warum er immer versucht so zu klingen, wie so... Ja, diese 70er, 80er Jahre B-Movies. Warum muss ein Gruselhörspiel genau so sein? Warum schreibt das so? Gibt doch gar keine Not, oder? Gibt es da irgendwo so ein Dogma, was ich nicht kenne, dass das dann so... So eine Gilde. Ja, so, dass das so du immer bist noch rausgeschmissen, wenn du gleichen das Muster nimmst. Sein muss. Und vielleicht gibt es da so 100 Wörter, die drin vorkommen müssen. Keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Also das ist mir echt ein Rätsel. Da hätte man wirklich viel, also aus der Idee, dem Plot hätte man durchaus was machen können, aber... Hast du das mit der zweiten Alternative, also mit der Alternative? Ich habe die nicht gehört. Ich habe die nicht gehört. Mir hat es nach der ersten gereicht. Tut mir leid. Und ich habe mir gedacht, das war nochmal ein komplettes Hörspiel, oder? Oder habe ich. Ja, das war genau komplett das Gleiche. Ich vermute mal, dass man zwischendurch Musik getauscht hat oder sowas. Auch viel mehr kann es nicht gewesen sein. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht dann ein alternatives Ende, aber ich habe gedacht, naja, da hätten wir einfach noch zwei Tricks hinten dran geklatscht als alternatives Ende. Das wäre ja ganz nett gewesen. Aber warum man das gleiche Hörspiel nochmal vielleicht, ja, wie ernsthaft? Gesagt. Wirklich? Verstehe ich nicht. Weil das Problem ist nicht die Musik in diesem Hörspiel. nee, da hakt's leider ganz woanders. Mhm. Das ist halt echt, wenn das Skript nichts ist, dann kannst du noch so gute Sprecher haben, das funktioniert einfach nicht. Aber ich verstehe es nicht, warum? Ja, bei Dreamland hat man doch mittlerweile auch so viele Leute, eigentlich auch wirklich gute Leute, dass die da nicht nochmal drüber gucken und sagen, nee, Leute, das funktioniert nicht. Oder macht das doch mal so. Weil es ist ja echt schade, ne? Ist auch einfach ist schade, schade um die... Ja, aus dem Ding hätte man wirklich was machen können. Ja. Ja. Ein tiefer Atmer. Ja, für Fans, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee, bin auch etwas ratlos da. Ja. Kommen wir in den Amateurbereich, sage ich jetzt mal, obwohl die Jungs von Rotbock ja das jetzt auch schon, ich glaube, die machen das auch schon 10 Jahre mittlerweile tatsächlich. Ja, und die sind ja auch bei Folge 16 schon mittlerweile ein Fall für die drei Herren, das Puppenschloss. Und touren auch schon so ein bisschen, also das wird auch, glaube ich, immer größer und haben jetzt auch schon so ihre Fühler gen Krimi-Dinner ausgestreckt. Mhm. Liebe Grüße nach Kiel übrigens und danke nochmal Christian, das war ganz groß. Durfte ja mit Christian, hat er bei uns mitgemacht, das war herrlich, das war so eine Freude, das hat so einen Spaß gemacht, ganz wundervoll. Ja, die drei Herren, das sind ja drei mittelalte, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, im besten Mannesalter, was weiß ich was, wie man das jetzt nennt,
Leute, also ein Physikprofessor, ein Schwerenöter und ein Polizist. Und die drei stammen eben aus New York und also im letzten Fall, nee, das war der vorletzte, stimmt gar nicht. Ich habe mal nachgefragt, das wird jetzt so nach und nach, wollen sie das jetzt so auch auf CD rausbringen? Da war jetzt zum Beispiel die Folge 15 dazwischen, die dann jetzt auch nachgereicht wird. Aber in Folge 14, das war die letzte, die erschienen ist, da waren sie ja auf einer Hallig im Urlaub quasi. Und jetzt sind sie eben wieder zurück in New York und sehen sich merkwürdigen Dingen gegenüber. Und zwar verschwinden dort nach und nach Menschen und es kommen auch Leute ums Leben. Und darum muss sich eben vor allem der Polizist kümmern, der aber jemand vor die Nase gesetzt bekommt. Und zwar ein Frauentrio, das quasi so das Kontra zu den drei Herren ist. Und die sind wirklich sehr merkwürdig, denn die verhalten sich quasi wie Roboter. Das ist sehr strange. Und heißen dann auch, glaube ich, Alpha, Beta, Gamma oder irgendwie so. Also ganz merkwürdig. Funktionieren so sehr, fast schon wie Maschinen in ihrer ganzen Herangehensweise an die Fälle und dissen natürlich entsprechend dann auch die drei Herren. Und dass sie eben nicht weiterkommen, immer wieder. Und das ist immer so ein schöner Konterpart. Und das zieht sich eben die ganze Folge über durch bis zum, ja, Spoiler, zu einem ziemlich tragischen Ende. Aber nur so viel in Andeutungen. Worum geht's eigentlich? Ganz merkwürdig. Denn eröffnet wird dieses Hörspiel von einer ganz merkwürdigen Szene, in der eine Frau eine Kindergeschichte vorliest. So eine Gute-Nacht-Geschichte, sage ich mal. Und dann von einem Duo unterbrochen wird, das eben sagt, dass das nicht gut genug war. Und dazu immer so eine Spieldosenmusik und es ist sehr unheimlich und man kann sich ums Verrecken keinen Reim machen, was das jetzt soll. Außer, dass das dann nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach passiert und fragt sich mal, wie passt das denn zusammen? Ja, das kommt dann irgendwann, denn das Ganze wird dann eben sehr strange, kriegt dann so einen leichten Steampunk-Anstrich, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist eine sehr wilde Mixtur, tatsächlich komplett anders als die Geschichte am Meer. Wirklich schlägt eine komplett andere Kerbe, was es aber tatsächlich schön macht, weil das komplett nicht vorhersehbar ist. Sehr abwechslungsreich tatsächlich ist, wenn man so, also die Fälle, die ich jetzt auf CD hier habe, wenn man die so anguckt, das ist wirklich komplett unterschiedlich und aber eben trotzdem zentriert eben auf diese drei Herren, die ganz wunderbar miteinander harmonieren. Man kennt sich ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang. Das ist schon schön. Was jetzt hier nicht so eine dolle Rolle spielt, nur so ab und an, ist der historische Hintergrund. Das ist bei den drei Herren auch immer sehr interessant tatsächlich, finde ich. Das ist eben so im, ich hoffe, ich liege nicht fehl, in der ersten Hälfte, im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts verortet. Wo immer mal die Nazis mit reinspielen, was das Ganze auch tatsächlich sehr stimmig macht, so rein historisch, das ist immer ganz interessant, da gibt es immer so Seitenhiebe. Ja, auch das hier tatsächlich schönes Ding, das ist eine Amateurproduktion, da muss man sich drauf einstellen, das ist an vielen Stellen eben eckig und eben nicht rund geschliffen, was ich tatsächlich an vielen Ecken einfach auch mag, weil es eben nicht so klingt wie so die gebügelten Hörspiele. Auch das tatsächlich ein schönes Ding, auch wenn es mir an der einen oder anderen Ecke vielleicht ein bisschen zu wild war. Also das mit dem Frauentrio, das war sehr strange. Aber halt auch wieder so eine schöne Ecke einfach. Da hat man sich irgendwas getraut einfach auch wieder. Ja doch, also mir macht das tatsächlich sehr viel Spaß, eben weil man auch immer wieder überrascht wird, was da geboten ist. Und schönes Ding. Sollte man mal ein Ohr riskieren als Krimi-Fan. Hätte ich tun. Jo, dann zu Fraktal. Glückwunsch, Folge 10. Die Nacht der Verschwörer. Ja, ich muss euch wieder einsammeln wahrscheinlich, oder? Ja. Mhm. Wir sind immer noch auf diesem einen Planeten, der von der außerirdischen Invasion bedroht ist. Die haben so eine Art Schutzschild, aber es sind schon Außerirdische anscheinend eingedrungen. Wie sie das geschafft haben, das weiß man nicht. Und mitten auf diesem Planeten mit eingesperrt ist die Besatzung dieses Schiffs, das eben in die Fraktalebene eingedrungen ist. Und jetzt spielt es auch tatsächlich mal eine Rolle, dass sie auf dieser Fraktalebene sind. Aber auch wirklich nur auch wieder als Vehikel. Also auch nicht wirklich substanziell eine Rolle. Das ist halt, ich verstehe es nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall gibt es ja da diese Prinzessin, die Kari, die eben besondere Fähigkeiten hat. Und zwar gibt es da auch einen Wissenschaftler auf diesem Planeten, der eben so auch total herausragende Sachen macht. Und der hat so eine krasse Maschine entwickelt, woran sich Kari quasi ankoppelt, um quasi so eine Geistesreise zu machen. Das hat mich ein bisschen an die Monaden erinnert damals. Was? Bei den Monaden gab es das doch auch mal. Kannst du dich erinnern, vor 100.000 Jahren? Ich kann mich an die Monaden erinnern, aber...
Aber mehr auch nimmer. Also, Ähm, das ist wirklich lange her, oder? ja, 2006. das ist 100 Jahre her, mindestens. Ja, und sie macht dann quasi so eine Reise, die eben ganz gefährlich ist, weil man eben Gefahr läuft, da nicht mehr rauszukommen, und reist quasi geistig auf das Schiff dieser außerirdischen Invasoren und belauscht die mehr oder minder, um herauszufinden, wie die durch den Schutzschild eindringen konnten, und erfährt dann dort auch einiges und sieht, und da knackt's dann. Das erklärt dann auch einige Szenen, die man vorher in dieser Serie nicht einsortieren konnte, und sieht einen Menschen. Und zwar einen Menschen, der Teil dieser Crew ist, die ins Fraktal eingedrungen ist. Wie kann das sein? Denn dieser Mensch sitzt quasi auch neben ihr. Also da muss irgendwas Merkwürdiges vor sich gehen. Und ja, das gibt dann so den Anstoß, in die Richtung weiterzumachen. Das ist ganz interessant tatsächlich, aber über allem schwebt halt immer noch dieses dicke Fragezeichen, ja, warum das jetzt eine normale Science Fiction ist und eben man nicht bei dieser Idee, Grundidee geblieben ist, die dann zwar wirklich auch kurzzeitig dann eine Rolle spielt, weil eben dieser Wissenschaftler von dem Bordingenieur erfährt tatsächlich, was es mit dieser Crew auf sich hat und dass sie eben ins Fraktal eingedrungen sind und dass dieser ganze Planet Teil des Fraktals ist, also auf irgendeiner Mikroebene stattfindet, was glaube ich ziemlich hart ist. Das ist glaube ich schon hart, sowas zu hören. Ja. Du bist nur ein kleines Atömchen im Gesamtuniversum. Ich meine, wir sind das ja auch, aber das dann mal so von einer höheren Warte erzählt zu bekommen, ich glaube, das ist schon nicht ohne. Ja, aber halt auch, ja, das war's dann auch, ne? Die anderen meckern dann und sagen, das kannst du doch nicht machen, du kannst ihm doch nicht das erzählen, und das war's dann auch wieder. Dann gibt's ein bisschen Stress und, jo. Außer Genervt, halt, ne? dass dann der Bogen geschlagen wird, dass eben dieser Superwissenschaftler auf diesem Planeten vielleicht ja helfen kann, das Schiff wieder aufzumotzen, dass sie eben wieder zurückreisen können. Ja, gut. Aber ist halt auch wieder nur ein Vehikel, um die Geschichte dann irgendwie rund zu machen am Ende. Oh, ich weiß nicht. Das ist alles. Oh. Geht so. Tja. Geht so. Und halt die, Entschuldigung, die merkwürdige Produktionsweise, die mich einfach überhaupt nicht mehr abholt, weil diese Personen einfach in irgendeinen luftleeren Raum reinsprechen, wo einfach mir viel zu wenig Atmosphäre geschaffen wird und das alles viel zu nacksch, würde man jetzt bei uns sage ich schon mal, eher in Thüringen würde man nacksch sagen, was halt alles so nackig wirkt und mit mehr Leben gefüllt werden müsste, meiner Meinung nach. Das klingt mir auch einfach nicht genug nach Science Fiction. Okay. Jo, mach doch da mal was. Gut, dann machen wir nochmal einen groben Schnitt, oder? Erzähl jetzt einfach mal was von was anderem. Von Du Gute hast ja jetzt Nacht, eins Gorilla. zu oder am anderen. Okay, Gute Nacht, Gorilla. Ja, gut Ja, nach. Komischer Name. das ist Ja. anscheinend auch so eine ganz, also berühmte, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber so eine bekannte Kinderbuch Reihe oder so, also eins zumindest, über einen Gorilla, der im Zoo lebt, und der Zoowärter geht eben des Nachtnächtens herum und soll eben alle Tiere schlafen schicken. Und was macht der fiese kleine Gorilla? Also ist nicht fies. Fies wäre schon zu hart für die Zielgruppe. Da geht es nämlich auch wieder um die ganz Kleinen. Ja, der Gorilla, der schnappt sich den Schlüssel und lässt dann so nach und nach die Tierchen raus. Und diese Tierchen sind ja dann nachts unterwegs, die müssen ja dann trotzdem irgendwann mal schlafen gehen. Und die verirren sich dann, Spoiler, dicker, fetter Spoiler, ja, ins Zuhause des Zoowächters. Und die Frau wundert sich dann, was da Gute Nacht sagt neben ihm. Ja, eigentlich ganz nett. Ja, das ist bestimmt auch als Bilderbuch ganz nett. Als Hörspiel funktioniert das halt wirklich nur bedingt. Das ist alles wirklich ganz nett. Ja, das hat so ein Lied vorne dran, aber ich weiß nicht. Auch für die Zielgruppe ist das auch wieder bestimmt okay, aber also so im direkten Vergleich fand ich da hier das Dann kleine wir. Wir doch einen Tacken interessanter Okay. und schöner. Aber das ist trotzdem, um Himmels Willen, das ist in Ordnung. Ich möchte auch nicht groß drauf eindreschen, überhaupt nicht. Und ich glaube, die Kinder haben da ihre Freude dran, auf jeden Fall. Weil das ist halt schon spaßig mit dem Gorilla, ja. Und dass die dann da im Bett liegen, ja, das ist schon lustig und das ist schon okay. Und so als Gute-Nacht-Geschichte funktioniert das natürlich auch prima. Da haben auch die Eltern was von, denke ich mal. Insofern, das ist schon okay. Und auch Okay. wirklich kindgerecht gemacht, das muss man auch sagen. Also wirklich auf die Zielgruppe angepeilt, was die Verständlichkeit anbelangt. Das haben sie schon schön gemacht.
Kann man nicht sagen. Also ist, ja, ist okay. Gut. Ja. Wie ist es mit Huibu? Ja, Huibu, der Tag der Ahnen, die 29. Ja, hast du, na, wie heißt er, der kleine Gitarrenspieler? Ja, yeah, der kleine Gitarrenspieler, Peter Maffay. Irgendwie wusste ich, dass das jetzt kommt, das ist sehr schön. Kleine Gitarrenspieler. Muertos, wie heißt der? Muertos, Dios de Muertos. Coco, Coco, das Land der Toten heißt auf Deutsch. Ein wirklich ganz zauberhafter Film. Den ich habe gerade ein Riesenfragezeichen. Den ich sehr, sehr mochte. Das morgen weggeschminkt geht. Ist alles gut. Okay. Ist ein Pixar-Film, wo es um den Dios de Muertos, ich kann kein Spanisch, keine Ahnung, geht, eben diesen Tag der Ahnen, was ja ein großes Ding ist in Mexiko, wo eben die mexikanischen Familien quasi so eine Art Schrein bauen für ihre verstorbenen Anverwandten, ein Bild aufstellen. Also mir war das sehr nah, weil ich diesen Film wirklich sehr, sehr mochte tatsächlich. Deswegen kannte ich das alles schon. Gaben bringen und eben einladen an einem Tag, weil sich dort die Pforten ins Jenseits quasi öffnen und die Toten zu Besuch kommen und dann sich eben an diesen Gaben erfreuen. Aber das eben nur, wenn das Bild aufgehangen wird. Darum geht es auch in dem Film tatsächlich. Also wenn ihr... Den könnt ihr euch sehr gerne angucken. Ganz zauberhafter Film tatsächlich. Ja, funktioniert das bei Huibu? Natürlich funktioniert das auch bei Huibu. Nur, dass es da eben der Anton-Tag ist und in eine wundervolle Geschichte eingebuddelt wird, dieser Dios de Muertos. Dio de Muertos. Jetzt gucke ich doch nach, wie man den ausspricht. Ja, müsste eigentlich Dio sein. Ist ja nur ein Tag, oder? Dio, Dia de los Muertos. Auf jeden Fall der Tag, ich sag, der Tag der Toten kommt dann. Auf jeden Fall. Gibt es an diesem Anton-Tag, der so heißt, weil es da um einen Bäcker geht, den Anton Haferkorn, ein Riesenfest, bei dem immer relativ viel Geld auch eingetrieben wird, wollte ich schon sagen, eingenommen wird, das dann eben ja guten Zwecken zugebracht werden soll. Also zum Beispiel, wenn jetzt in der Gemeinde irgendwas ansteht, irgendeine größere Investition, da hofft man eben auf den Anton-Tag, weil da die berühmten Zuckerkringel verkauft werden, die eben dieser berühmte Bäckermeister Anton Haferkorn damals erfunden hat. Ist dem denn wirklich so, ist die Frage? Denn es taucht jemand auf und behauptet, er sei der rechtmäßige Nachkomme dieses Anton Haferkorns und das Rezept gehört ihm und damit auch sämtliche Einnahmen dieses Anton-Tags und das Ganze zurückgerechnet bis 182 Jahre. Und das wird dann hochgerechnet. Und den Herren von Schloss Burgegg geht die Kinnlade runter, denn seit Jahren nehmen sie quasi das Geld ein und die Gemeinde, also hier die Untertanen, weil es angeblich ein Schriftstück gibt, auf dem eben ja dieses Zuckerkringelgebäck eben der Gemeinde von Burgegg überschrieben wurde. Jetzt ist das Ding weg, man findet es nicht mehr. Tja, und dieser Berti heißt er, Berti Haferkorn, steht quasi schon vorm Tor und nimmt schon mal Maß und will hier schon mal, fängt schon mal an, die Möbel rauszuziehen und zu verkaufen. Ja, und hat natürlich immer seine Anwälte im Schlepptau. Natürlich müssen Huibu, die Kinder und Julius und auch Roswitha versuchen dann eben, ja, mit allen Mitteln herauszufinden, wo dieses Schriftstück ist und wie man denn beweisen könnte, was damals wirklich gelaufen ist. Das trifft dann eben mit diesem titelgebenden Tag der Ahnen zusammen, wo eben die Ahnen dieses Anton Haferkorns beschworen werden. Mhm. Was natürlich auch nur Anverwandte machen können und so weiter und so fort. Da gibt es eben einige Schwierigkeiten und es funktioniert irgendwie nicht. Und Julius probiert es dann auch und lustigerweise, Spoiler, funktioniert es dann bei Julius. Und das wirklich, die Geschichte nimmt ganz wundervolle Wendung und das ist wirklich ganz zauberhaft zu hören und ich fand das ganz toll. Eine ganz tolle Huibu-Folge, die über 84 Minuten geht und keine Minute davon langweilig ist. Das ist so cool. Ja, wundervoll. Also Huibu ist wirklich ganz, ganz toll. Und das ist so eine schöne Idee, diese, ja, ist beknackt, aber es ist eine ganz tolle, ist dadurch auch eine ganz tolle Weihnachtsfolge irgendwie, weil es ihm um diese Zuckerkringel geht. Grüße nach Meisenstedt. Und das eben in diese Tag der Ahnen-Geschichte mit reingesponnen. Also da ist einfach sehr, sehr Schönes reingesponnen worden. Dann hat man diese schöne, natürlich schubladige, böse Figur mit dem Berti, auf den alle dann sauer sind. Ganz letztlich einfach gestrickt, aber wirklich ganz zauberhaft. Mit sehr viel Liebe zum Detail und wie immer sehr viel Spielfreude. Und oh, sehr schön. Hat mir richtig gut gefallen. Das klingt doch gut. Ja. Ja, dann wechseln wir nochmal das Genre und gehen in den Krimi-Bereich bei Contento Media.
gibt's was Neues, und zwar einen neuen Inselkrimi, Pekunien und Sylter Spitze. Da klingelt bei dem einen oder anderen was. Ja, da gab's da schon mal was Ähnliches. Ja, es gab schon mal Eisenhut und Sylter Spitze, und das lässt den geneigten Hobbydetektiv schon mal daraus sinnen. Ja, das könnte ja irgendwie so ein Nachfolger sein. Ja, ist es auch tatsächlich. Ja, es geht um die beiden Rentnerinnen Hedwig und Marga, die sich zusammengerauft haben und gemeinsam auf Sylt eine Pension eröffnet haben. Und da gibt es jetzt einige Gäste, die da kommen, ein Pärchen und auch ein Professor, auf den eine der beiden Damen gleich mal ein Auge wirft, ein näheres, und in der Eifersüchtelei festhängt. Dann entspinnt sich so nach und nach ein Krimi, und guck mal an, da könnt ihr was mit zu tun haben, denn zwar alle, die da beteiligt sind in dieser Pension, denn der eine Gast, also von diesem Pärchen, der Mann hat eine Fußfessel an, der hat also noch irgendwie was auf dem Kerbholz und hat aber zumindest da eine Fußfessel, hat ist es ja anscheinend nicht mehr ganz so schlimm, sondern er muss also nicht im Vollzug sein, sondern darf sich halbwegs frei bewegen, aber irgendwas ist dann doch merkwürdig. Und tatsächlich, ich sag mal, wenn man so den einen oder anderen Krimi schon mal gehört hat, dann fällt man relativ schnell darüber, dass im Skript eine Eigenschaft erwähnt wird, die man so eigentlich nicht erwähnen würde, wo man dann denkt, ah, das wird bestimmt nochmal wichtig. Ja, ist dann auch so, denn da offenbart sich dann doch schnell, was hier im Argen liegt. Das ist so auf, wer früher Harry Clifton-Krimi gelesen hat, würde ich sagen, das ist so ein Ein-Sternchen-Fall. Ja, das Ganze, wie gesagt, mündet dann in einen Krimi, in einen Showdown, als nämlich ein Juwelier überfallen werden soll und die beiden Damen dann da ja zwischen die Fronten geraten quasi, beziehungsweise selbst eine der Fronten bilden, so muss man es vielleicht eher sagen. Ja, das ist tatsächlich vom Setting her, vom Fall her, ist das tatsächlich Inselkrimi, so wie ich ihn gerne hätte. Das Problem, was wir bei der ganzen Reihe haben, das ist die Atmosphäre. Vor allem die Musik und die Atmosphäre, die einfach nicht nach Insel und nach Inselkrimi klingt. Das ist mir zu austauschbar und zu beliebig. Also da sollte man tatsächlich doch mal überlegen, ob man da halt irgendwie mal so eine Wende reinmacht. Dann sagt, okay, wir versuchen das jetzt ganz atmosphärisch mal tatsächlich dem reinen Namen gerecht zu werden. Dann wäre das nämlich wirklich richtig rund und richtig gut. Hier, das reißt dann tatsächlich immer raus. Also beziehungsweise durch die Intro-Melodie reißt es einen noch nicht mal richtig rein erst, sondern das muss dann tatsächlich der Plot machen und die Story machen. Und da will ich tatsächlich in diesem besonderen gar nicht meckern, weil das hat sehr viel Charme. Das hat so ein bisschen Miss Marple, das hat ein bisschen Insel, das hat tatsächlich auch ein bisschen Krimi. Und ja gut, der Fall ist ein bisschen offensichtlich, wie gesagt, ein Sternchenfall, dass er ein bisschen cleverer laufen können, aber ist auch im Hörspiel immer so ein bisschen schwierig, so irgendwas zu verstecken. Das funktioniert ein bisschen besser, da kann man ja vielleicht irgendwie mal so einen Hinweis einstreuen. Das geht halt, hat man eine Ebene mehr, das funktioniert also im Hörspiel nicht unbedingt. Ja. Aber da will ich gar nicht drüber meckern, wie gesagt, Musik, da hängt es immer noch und Atmosphäre. Aber der Rest, das fand ich eigentlich unterhaltsam, doch. Ebenfalls, doch. Ja. Hat mir auch gefallen. Das geht schon, ja. Aber ja, es ist tatsächlich auch schade, was verschenkt wird. Und das ist dann immer so ein Hin und Her. Man ärgert sich dann doch immer so ein bisschen. Ja, weil das auch gerade, also ich finde das gerade mit den beiden Älteren, das hat sehr viel da Charme. Da kann so gerne mehr kommen, Das macht echt Spaß. Ja, das hat auch dieses Leichte, was so ein Inselkrimi irgendwie haben sollte, für mich irgendwie gefühlt. Genau, ja. Dann, nicht wirklich leicht, ist Inspektor Lestrade, die Folge 7, die Feuerspur. Da geht es ja immer schon um schlimmere Fälle, sage ich jetzt mal. In diesem Fall ist das Ganze sehr merkwürdig. Und zwar gibt es eine Explosion. Und Scotland Yard versucht eben rauszufinden, was da warum explodiert ist und ob das irgendeinen Hintergrund hat. Ja, es ist sehr, sehr merkwürdig. Und es gibt diverse Spuren, denen nachgegangen wird. Und das tut eben dann Scotland Yard in Persona von Lestrade und Dash tun sie das und kommt auf die Spur von was ganz Merkwürdigen. Und das ist wirklich sehr merkwürdig. Da geht es dann um irgendwelche Behältnisse, in denen Sachen transportiert werden. Und natürlich hat das dann mit einem ziemlich üblen Verbrechen zu tun. Man kann da nicht weiter groß verraten tatsächlich. Außer, dass es wirklich, dass Inspektor Lestrade da eben diese Eigenständigkeit auch wieder hat, diese ganze Serie diese Eigenständigkeit hat, dass Inspektor Lestrade schon ziemlich clever zwar vorgeht und so doch im Stile von Holmes dann auch immer so ein Schritt voraus ist, scheinbar im Kopf, aber eben auch gleichzeitig dieses nicht diese Aura hat, sondern sehr
menschlich griffig wirkt, sage ich jetzt mal. Das wird dann auch immer gestreut dadurch, also gerade in der Folge, dass dann seine Familie immer mal mit reinkommt, also seine Frau, was tatsächlich, finde ich, ziemlich clever ist und eben genau diesen Charme genau dieser Person und dieser Reihe ausmacht, der ich mich wirklich nicht entziehen kann und die ich wirklich schön finde. Und dann kommt eben noch dazu, dass das ein ziemlich außergewöhnlicher Fall ist, eigentlich wie fast alle Fälle, von die ich jetzt bis jetzt gehört habe von Lestrade. Das ist immer was ganz, ganz Besonderes und ganz Merkwürdiges. Ja, man rätselt dann tatsächlich auch selber mit und ich muss sagen, die macht mir wirklich Laune, diese Serie. Und die sticht auch wirklich raus. Also durch das Skript, also dadurch, wie man die Figur angelegt hat und dieses Drumherum und wie eben ermittelt wird, das eben auch sich deutlich absetzt von den üblichen Detektiven, die sich da so tummeln. Und ja, mir macht die Serie wirklich Spaß und ich kann die wirklich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich ein schöner Ausreißer. Okay. Ja. Dann höre ich dann doch mal. Mach das. Also die macht wirklich Laune, weil die halt wirklich ein bisschen die Sachen anders angeht und anders macht. Und das eben vor allem durch die Personen, die da beteiligt sind. Sehr schön. Okay. Wirklich. Also ich möchte jetzt auch nicht in den Krimi-Himmel loben, aber doch, schön. Sehr unterhaltsam. Okay. Sehr unterhaltsam, Mensch. Ja, du hast recht. Wir können gleich weitergehen. Kai Markus hat ein ganz tolles Kinderhörspiel geschrieben. Lotta, Opa Heinrich und die beklauten Diebe, wo ich mich sehr beömmelt habe, muss ich sagen. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr lustig erdacht und natürlich granatenstark besetzt und immens lebendig, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute. Und ja, ich glaube, da haben nicht nur die Kinder tatsächlich Freude dran, sondern auch die alten Hörspielsäcke. Und ich glaube, die Sprecher auch. Das hört man wirklich. Ziemliches Hallo da im Studio, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich viel, viel, viel Laune gemacht hat. Auch wie dann so nach und nach so die Groschen dann noch fallen, was dann, also mit dem Kühlschrank zum Beispiel, was dann noch, das ist schon sehr lustig tatsächlich. Auch Sachen, die man dann schon verdrängt hat. Ja, Moment, ja, stimmt ja. Ach, du grüne Neune. Sehr schön. Ja, das dürft ihr euch gerne gönnen. Also es ist noch im WDR-Hörspielspeicher, also im Kira-K-Bereich, findet ihr das noch zum Download. Und das Ganze wird es auch kommenden Jahr auf CD geben. Ah, war in einer ähnlichen Aufmachung wie auch die Gurken- und Lametta-Hörspiele. Ah. Also es reiht sich dann da auch ein, auch wenn es eine andere Zielgruppe ist. Das ist echt cool. Ja, dann gab es, da können wir nochmal zurück zu Halloween, da gab es auch nochmal ein Special. Und zwar hat Oliver Döring auch ohne große Vorankündigung am 31. Oktober nochmal einen rausgehauen und ein kleines Mini-Hörspiel verfügbar gemacht. Aus der Reihe Oliver Dörings Fantastische Geschichten, eine quasi Sonderedition, Der schreckliche alte Mann. Ein kurzes Hörspiel, dauert nur 12 Minuten und ein paar Sekunden. Darin geht es um eine Gaunerbande, den Kuplan, als Opfer einen alten Mann ausgemacht haben, der einsam wohnt und wo plötzlich aber dann doch der ein oder andere sagt, Moment mal, ich glaube, das ist keine gute Idee, weil diesen alten Mann umgibt ein merkwürdiges Geheimnis und ob das so gut ist, dahin zu gehen. Ja, stellt man dann doch in Frage. Wie gesagt, es ist ein Kurzhörspiel. Ich kann jetzt gar nicht viel weiter erzählen, was dann geschieht, weil, nichts Schönes. Nein. Nichts Schönes. Ja, also wirklich so ein netter Einwurf, auch vor allen Dingen, weil das so unvermittelt kam und dann ist es einfach da und auch so ein schönen kurzen Moment. Also es sind ja wirklich nur 12 Minuten, das hat man ja wirklich schnell weggehört. Hat so fast schon was von Schritt Mümpfeli. Ja, auch der Schluss dann, ne? Also es hat passt ja schon. Ja. Und auch ganz toll. So wegbricht, ja, genau. Es bricht so und dann ist am Ende, hat man das Ergebnis, kriegt man dann so präsentiert, aber auf andere Art, wie man eigentlich denkt. Ja, und wie dann die Bilder gemalt werden, das ist halt sehr, sehr schön. Also super, wirklich nur mit so Andeutungen, wo dann nur zum Beispiel Füße erwähnt werden. Also, genau, zum Beispiel, ja, genau. Sehr schön. Das ist so clever, ja. Das Schöne ist, auf dem nächsten regulären Folge der Fantastischen Geschichten wird diese Folge auch als Bonus nochmal drauf sein. Also für diejenigen, die jetzt irgendwie nicht mitgekriegt haben, wird das Ganze dann nochmal hörbar werden. Dann zu etwas sehr Launigem von Jörg Buttgereit. Jörg Buttgereits Hörspiele sind immer launig. Das stimmt. Eine WDR-Produktion. Satan Was a Lady. Ja, es geht um Doris Wishman. Und diese Doris Wishman, ich kannte den Namen vorher nicht, hat in ihrem Lebenslauf Karriere gemacht, im Untergrund, sage ich jetzt mal, bei Filmfreunden einer ganz speziellen Sorte. Sie ist nämlich die Queen of Sexploitation, obwohl sie diese Sexploitation auch anders sieht. Und zwar geht es in diesem Ding darum letztlich, dass, ich glaube tatsächlich, Jörg Buttgereit himself, wird's wahrscheinlich gewesen sein,
es ist natürlich dann nachgespielt teilweise, mit ihr ein Interview gemacht hat und sie aufgesucht hat. Ich denke mal, dass es so gewesen ist, oder? Ich gehe mal von aus, ja. Und sie eben ausfindig gemacht hat und dann ein Interview mit ihr gemacht hat. Und das ist wirklich eine sehr spezielle, sehr unterhaltsame, eigenwillige, großartige Figur tatsächlich. Und zwar wird dann eben ein tiefer Blick in die 60er Jahre erstmal geworfen, ihn zu ihren Anfängen, wie man damals mit schmalem Budget, mit keinem Budget Filme gemacht hat. Und dort wird halt wirklich rauskristallisiert, so nach und nach, eine ganz eigene Art von, wie man Filme macht, wie man drehen kann, wie da die Schauspieler zu agieren haben, wie wild das dazugeht und wie im Moment diese Filme auch gemacht wurden. Das fand ich so spannend. Also wie anders diese Filme sind, weil die eben im Moment gemacht sind. Mit viel Improvisation, zwar dann schon austariert, aber ja, so ganz anders. So artsy-fartsy, also so wild, sage ich jetzt mal, also wie Schling sie Filme gemacht hat. Also so ganz wild und voll auf die 12 und dann natürlich mit diesen Brüllertiteln wie zum Beispiel Dildo Heaven, Teuflische Brüste und eben Satan Was a Lady. Ja, und sie hat halt im Verlauf dann dieses Lebens viele Filme gemacht und das eben quasi mehr oder weniger selbst finanziert durch geliehenes Geld und da geht es eben dann auch darum, wie sie sich finanziert hat. Ja, und das ist eben auch wieder so ein ganz tolles Format, was Jörg Buttgereiter hat. Er hat eben dieses sehr lebendige Interview, das sehr hörspielerisch tatsächlich ist durch diese Figur, die eben so lebendig rüberkommt und so schräg ist und ganz toll eingefangen. Also sie erzählt halt einmal von Film zu Film mehr oder minder und dann sind da diese herrlichen Einsprengsel, wie gewisse Kreise, konservative Kreise auf diese Filme mit Kritik reagiert haben. Und dann kommt dann quasi immer so eine Ansage, ja, jetzt hier und die Kritik und dann wird halt diese Kritik vorgelesen. Und das ist der Brüller, wirklich. Das fand ich, da habe ich Tränen gelacht teilweise. Das ist so lustig und so aberwitzig. Also sehr schön tatsächlich, wundervolle Zusammenstellung und sehr schräg ist natürlich auch wieder nicht klassisches Hörspiel, weit davon entfernt, wie aber fast immer bei Buttgereit. Aber sehr hörenswert fand ich das. Okay, ich hatte angefangen, kam aber dann nicht fertig, weil mir da sind 12 Stunden quer kamen. Aber das ist manchmal so. Ja. Ja, aber gehört habe ich dafür den ersten Teil von Seeker ist Seeker, dieser neuen Reihe, die bei Radio Bremen bzw. im NDR produziert wurde und jetzt quasi so die Nachfolge von Düsse Petersens tritt. Also man versucht hier was Neues zu etablieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur diese eine Staffel oder ob man da im nächsten Jahr dann weitermacht. Das muss man mal sehen. Also der erste Teil, Mein Freund de Baum, von Hugo Rentler, erzählt einmal die Geschichte von Jackie Thesen, die als Versicherungsagentin unterwegs ist und zu einem Unfall gerufen wird, weil ein Baum auf die Garage des Nachbars gekracht ist. Und als Versicherung muss man da jetzt mal gucken, was da jetzt überhaupt passiert ist, wie das überhaupt passieren konnte. Und sie stellt dann schnell fest, da ist mehr als dieser umgefallene Baum, denn die beiden, die sich hier kappeln, da steckt was aus der Vergangenheit drin, und zwar eine gemeinsame erfolgreiche Band, die beiden mal hatten. Aus diesen ziemlich besten Freunden sind halt mittlerweile ziemlich beste Feinde geworden. Und ja, mit diesem Baum, das war dann auch nicht so ganz eindeutig, was da passiert ist. Das fand ich von der Idee her eigentlich ziemlich töfte, aber mich hat es letztlich dann doch nicht gerissen, weil, ja, das ist in den Dialogen, dass dieser Fall, der da im Hintergrund lauert und der da enttarnt werden, das zieht sich schon ziemlich. Und diese Art, wie man das erzählt mit dieser Versicherungsagentin, die dann auch immer noch so das Problem hat, dass sie die Agentur oder ihr Chef quasi so im Nacken sitzt und da ständig Kontakt aufnimmt, das reißt einen so ein bisschen raus aus dem Ganzen. Das macht es ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen. Und das Ding ist zwar interessant durch diese Hintergrundstory, aber es wird auch oft, wird der Hörer da nicht am Ball gehalten irgendwie, hatte ich so den Eindruck. Also man verliert sich immer wieder in Dialogen, die gehen dann immer wieder in irgendeine Richtung und das geht auch mir zu schnell. Also man bleibt da auch nicht so konsequent am Ball, das wechselt hin und her und es gibt immer so Zweisitzer-Dialoge, die
Ja, das ist bisschen schwierig, Mann. Also ich hatte jedenfalls nach der Folge, die ich auch vom tatsächlich auch vom Verstehen ein bisschen schwierig fand. Also dieses Mundart war schon ziemlich ausgeprägt und man kriegt ja auch nicht unbedingt alles direkt mit, so beim ersten Mal. Also ist tatsächlich auch eher was für die Leute im Norden selbst als für die, die sich da so ein bisschen reingehört haben. Ja, also der Humor hat mich noch nicht so ganz gepackt, den das Stück hat. Also das war mir noch ein bisschen zu sperrig in der ersten Folge und ein bisschen zu ja, schwierig und die Art, wie man diesen eigentlich interessanten Fall erzählt, ja, hat mich jetzt nicht dazu motiviert, jetzt direkt die zweite Folge hinterher zu hören. Ja. Ich schmecke ja schon wieder so viel. Och, es geht. Es geht. Geht, gut. Geht. Kommt bestimmt noch was Schlimmeres, oder? Ich weiß Na, nicht. gucken wir mal. Dann zu Sherlock Holmes und Co. Ein kurzer Abstecher. Die Folge 48, der Tod des Inspektors. Inspektor Lestrade ist tot. Was? Wir hatten noch gerade Inspektor Lestrade? Das ist Alles schon ein bisschen. merkwürdig. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also, ja, vielleicht sollte man da irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das irgendwie ein bisschen trennscharfer Das mit dem machen. Crossover ein bisschen zu wörtlich genommen. Ja. Also das ist Ja. schon komisch. Also ja, tatsächlich, Inspektor Lestrade ist tot und natürlich soll ermittelt werden, was ihm passiert ist und das Ganze macht eben sein Assistent, also Inspektor Cross und der junge Geoffrey Stafford, um den es eben eigentlich in diesem Hörspiel dann geht, der eben ja quasi so seine, wie heißt das, seine verdienen muss. Meriten? Meriten, ich danke dir. Seine Oder Meriten Baron? verdienen muss. Was sind denn Meriten eigentlich? Schreibt uns. Ich hab meine Frage schon beantwortet. Tut mir leid, ich bin raus. Du bist raus. Telefonjoker darf man immer nur eine stellen. Habe ich bei ihr auch gelernt. Keine Ahnung. Soll ich mal gucken, was Meriten sind? Verdienste im 16. Jahrhundert aus dem Französischen. Merit. Merit entlehnt. Okay. Und Genau, schon wissen wir Merit. mehr. Wir brauchen Merit. Ja, genau. Ja, und Stafford steht eben tatsächlich im Mittelpunkt dieses Hörspiels und auch seine Zukunft beim Yard und das ist das, was tatsächlich ganz interessant ist. Der Fall selber, ja, ist halt alles größer dimensioniert, okay. Ja, aber so richtig wollte das nicht an mich tatsächlich. Wie so viele andere Folgen von Sherlock Holmes und Co., ausgenommen hier die Wayne McLare-Folge, irgendwie ist die Serie nicht meins, muss ich sagen. Die knallt mir irgendwie zu wenig und die hat mir zu wenig Eigenes dann tatsächlich. Das war okay, allein durch diese Figur von Stafford war das eine der besseren, würde ich jetzt mal sagen, aus der Reihe. Aber halt irgendwie dieser Kosmos, der in dieser Reihe irgendwie aufgespannt werden soll, das ist mir irgendwie zu wahllos und merkwürdig, was das alles dann schon beinhaltet. Irgendwie finde ich das komisch. Weiß nicht. Ich kann damit tatsächlich relativ wenig anfangen. Ja, die Folge, aber ich möchte es nicht in Grund und Boden reden, weil die Folge war eigentlich okay, aber mir behagt die Reihe tatsächlich per se irgendwie nicht so wirklich. Wahrscheinlich bin ich einfach hier gebrandmarkt quasi durch die Van Dusen-Vertonung, die ich nicht mochte, und die Holmes-Vertonung, die ich da nicht mochte, und die Dupin-Sachen, die ich zwar okay fand, aber jetzt auch, das war mir auch immer zu, ah, ich weiß auch nicht. Mecker, 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 ich weiß ja. Ja, was, ja. Gab es denn noch Charlie Chan auch noch? Echt? Nee? Ach, nee, verwechsel ich. Also, Was war wär denn auch das? zuzutrauen, also. Durchaus möglich. Na komm, mach mal einen Strich dahinter und komm zu einem richtigen Knaller, Ach nämlich ja, dem guck an. zweiten Tod unter Lametta von Kai Magnus Ding. Eine Produktion des SWR, die beim Hörverlag auf CD herausgekommen ist. Was für eine Freude. Nach dem Geschlechter des vergangenen Dezembers geht's jetzt auch Das ist viel. gut, Geschlechter Ne? ist gut. Ne? Ist mir Ich gerade muss jetzt eingefallen. echt überlegen, ja. Da gab's ja Tod auf Tod. So geht's tatsächlich hier nicht vonstatten. Es gibt auch diverse Leichen, aber es geht anders, ein bisschen behaglicher, sag ich mal, vonstatten, was der Geschichte tatsächlich sehr gut tut. Es ist alles ein bisschen beschaulicher. Und zwar sind die drei, warum ist auch sehr schön, aufgrund eines Rätsels, in einem Luxushotel in den Schweizer Bergen. Wo? In den Schweizer Bergen. Ich habe das jetzt auch gerade im Klappentext gelesen. Ist das wirklich in der Schweiz? Schwäbischen, ne? Ja, Ist im das nicht Schwäbischen, doch. das? Hätte ich jetzt auch gesagt, das ist im Schwäbischen der jetzt zwar Schweizer. Geht das nicht irgendwie quasi rüber? Es muss doch eine Schwäbische, weil die sprechen doch alle Schwäbisch da, außer die Schweizer. Es wird gerade kompliziert. Ja, auf jeden Alle Fall, sprechen der Schwäbisch, Chef okay. dieses Hotels, das ist ein waschechter Schweizer, Kai Magnus Ja. Ding musste, ich weiß nicht, glaube ich, in jedes Wort 15 Krrrts reinpacken, Ja, muss was ihm, wahrscheinlich glaube ich, zur Vorbereitung ersichtlich. alle E-Mail-Schallplatten hören, die es gibt. Wahrscheinlich. Der Arme.
Ja, was glaube ich sehr anstrengend war. Also nicht die EMI-Schallplatten, sondern das aufzunehmen. Das ist tatsächlich, also diese Hotelatmosphäre ist sehr, 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 sehr lustig, wie es dazugeht in diesem Luxushotel. Wie die drei überhaupt da reinkommen, ist auch schon sehr hörenswert tatsächlich. Denn es ist ja eigentlich nur Platz für ein Ehepaar. Das muss man halt irgendwie hinkriegen und der Dritte muss dann irgendwie in den Koffer. Hört es euch selber an. Ist sehr, sehr lustig tatsächlich. Und was gibt es dann natürlich in so einem Hotel, das von einem Schweizer geleitet wird? Da kann Rösti. es nur Rösti geben. Und allein wie vom Hotelpersonal, oder nee, Quatsch, vom Erzähler ist es, glaube ich, Fehler, Herr Fehler. Magnussen, genau, erzählt dann einfach, was es gab. Also so vom Frühstück bis zum Über Abendessen und rüber. das über mehrere Tage hinweg. Da habe ich Tränen gelacht. Das ist so lustig. So beknackt, aber so lustig. Aber dann, es wird noch besser. Also meine absolute Lieblingsszene, da bin ich aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, da muss ich mir im Bauch halten, ist diese wundervolle Szene, wo sie in der Sauna sind. Und dann mehrfach dieser Satz, weil ich sehe ja nichts. Das ist so lustig, das ist so auf den Punkt geschrieben, so wirklich so brillant von der Komik her und vom Timing her. Das ist so lustig einfach, das ist genau mein Humor und das hat so ins Schwarze getroffen. Herrlich. Und worum geht's eigentlich? Ja, es geht um verschwundene Menschen und um diverse Yetis, die sich dann darum treiben, kennt man ja. Ja, Und Schwaben. Spaß. Ja, genau. Und dann das, was dann eigentlich im Hintergrund schwummert, ist dann auch wieder so was ein bisschen Größeres. Das einzige Manko ist so ein bisschen, wo es aufs Finale hinzugeht. Da hat man es meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Die Schneeballschlacht, das Rodeln war dann lustig. Die Schneeballschlacht fand ich ein bisschen drüber tatsächlich. Aber Kannst du mal das kurz auf ist. den Kontrollen Mac. drücken? Danke. Das war überhaupt nicht drüber. Gar nicht. Echt? Als eine konsequente Fortführung der abstrusen Handlung, Ja, fand es ich. ist eigentlich auch Es wieder wahr. muss doch, also sowohl Verfolgungsjagd als auch Schneeballschlacht, ergibt sich eigentlich aus dem Kontext. Du Das meinst, das ist ist die logische Schlussfolgerung von dem Ganzen dann, ja. das berühmte Feng Shui des albernen Hörspiels. Das geht dann gar nicht anders eigentlich. Das kann man ja gar nicht anders auflösen. Okay, Kontroversbutton aus. Ansonsten, um Himmels Willen, holt euch das Ding, das ist so lustig, das ist so, macht so einen Spaß, den wirklich den Vieren wieder in Tausenden von Rollen. Also es kommen auch wieder so die Lieblingscharaktere, also der Zugführer kommt auch, der Schaffner kommt auch wieder Wollte vor. gerade sagen, er Zugführer nicht. Natürlich kommt er vor, muss ja. Es ist ein Fest, es ist ganz toll. Ich fand es tatsächlich deutlich besser auch nochmal als Tod unter Lametta 1, weil die Handlung irgendwie auch, Schluss für mich ausgenommen, sehr stringent tatsächlich ist und Ja, sehr trotzdem total. natürlich immens verwirrend ist und komisch ist, als wenn da die Yetis dann zum Beispiel da sitzen und sich unterhalten. Das ist völlig absurd. Oder zum Beispiel diese Sprachbarrieren auch ganz herrlich gelöst, Mit dem wenn die Chinesisch fand ich Asiaten es sich da lustig, weil unterhalten. Das ist diese großartig. zwei verschiedenen Formate, wie man das jeweils darstellt. Es gibt ja am Anfang gibt es Szenen, wo die sich unterhalten und am Ende nochmal, das ist am Ende grandios. Ja. Das ist wirklich, das ist dermaßen politisch unkorrekt gemacht. So muss das sein. Du darfst das, ja, genau. Ein Und Riesenspaß, ja. ja, und die Befreiungsauktion aus dem Iglu. Mensch, da sind so viele schöne Sachen drin. Ah. Ja, wenn ihr wollt, SWR hat es als Adventskalender wieder zur Verfügung gestellt. Also ihr könnt auch beim SWR den Podcast Adventskalender, dann kriegt ihr jeden Tag so einen kurzen Snippet aus dem Hörspiel und ja, ist vielleicht schönerer als so irgendwie plapschige Schokolade morgens irgendwo aus so einem Pappding zu kratzen. Ja, ist auch viel nachhaltiger sowas. Und umweltfreundlicher. Das Ja. stimmt. Und hat deutlich mehr Yetis. Ja, deutlich, ja, erheblich mehr, ja. Ah, herrlich. Doch. Also wirklich diese, Ganz großer selten sowas Spaß. Lustiges gehört wie diese Szene in der Sauna. Ja. Weiß auch nicht, das war. Ich habe immer so ein Musterbeispiel für, wie perfekte Komik funktioniert. Und das ist für mich die IT-Crowd-Folge in Staffel 2, wo sie in diesem Gay-Musical sind. Das ist auch völlig unkorrekt in allen Ecken, aber das ist von der Komik her und vom Tempo her, das ist perfekt, wirklich. Da gibt es dann zwei Szenen, auf die hingearbeitet wird, die so perfekt gesetzt sind, dass du kannst dich dem nicht entziehen, auch wenn du das tausendmal anguckst, du lachst dich scheckig, weil das so brillant ist. Und so ein bisschen ist das mit den Dialogen in dieser Szene auch so. Und vom Tempo, das ist ja so ein immens hohes Tempo und wirklich, da wird immer noch eins draufgesetzt und dann nochmal zurückgegriffen und als ob man vermöbelt wird irgendwie. Ja.
Okay. Großartig. Aber ich habe auch ein Gegenbeispiel, habe ich Okay. heute gesehen. Und zwar habe ich heute, ich bin ja recht großer Biathlon-Fan und gucke das eigentlich immer ganz gerne. Und die ARD hat immer so die Idee, komm, lass uns doch mal mit den Biathleten ein lustiges Filmchen Oh drehen in Gott, jedem das Jahr. muss doch in die Büchs gehen. Und das ist so schlimm. Das gibt es bestimmt bei YouTube, das Ding. Google mal danach. Bei einem AD Humor Biathlon. Genau, Was? Humor, Biathlon, Perfekt, Komma, ganz großes Kino. Ja, da drunter findest du, den Hashtags ist das verschlagwortet. Es ist unglaublich peinlich. Die machen da alle auch noch mit. Das ist so schlimm. Also diesmal Herr der Ringe, als Herr der Scheiben heißt das Stück. Wenn man ganz großes, flaches Kino sehen wollt, da Oh funktioniert nein. eigentlich nichts. Das tut richtig weh. Also das ist schon. Also wenn die Bett1-Werbung vom Seitenbacher Mann synchronisiert würde, das ist ungefähr so den Schmerzfaktor, wenn man sich das nur Was so ist denn die vorstellen will. Bett-1-Werbung? Jetzt muss ich mich schon wieder sagen, Das dass ist ich wieder nicht. Bett1-Werbung ist die mit dem, die meistverkaufte Matratze in Deutschland kostet, keine Ahnung. Du kannst doch nicht sagen, du kannst mir nicht erzählen, dass du diese Werbung nicht kennst mit der Nein, meistverkauften Matratze in Deutschland. ich kenne Die diese erschlägt dann ja Werbung wirklich an nicht. jeder Ecke, steht die. Ich kenne diese Werbung nicht und ich gucke mir jetzt einfach kurz und ihr müsst mitgucken, diesen Commercial Ja. an, der 37 Sekunden dauert. Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Ich höre nichts. Habe ich mir nicht leicht Aber gemacht, die sehr Entscheidung. schön. Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber Qualität hat halt ihren Preis. Die beste jemals getestete Matratze kostet 199 Euro. Nee, nee, nee. Auch. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de. Was ist da jetzt lustig? Ich habe es nicht Das verstanden. ist, die ist gar nicht lustig. Aber die ist, Ach so, ja, aber sollte das die ist der, lustig der sein? Schmerzfaktor, den man da wendet, weil die kommt Ach wirklich so. in jedem, ich kann dem gar nicht ausweichen. Okay. Ständig höre ich die irgendwo und wenn es nur im Radio die Zusammenfassung ist, dann Schluss wird, nee, 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 doch. Also das ist das Schmerzniveau. Okay, Du guck da. dir gleich nochmal, such nochmal Herr der Scheiben, und dann guckst du dir das an und Ja. dann leidest du mal mit. Da werden auch arme norwegische Biathleten dazu genötigt, Golf zu spielen. Gollum wird sich im Grab umdrehen. So, wir haben aber noch was Schönes zum Ja. Abschluss. Wayne Ach ja, komm, McLare, die sag mal Folge was. 12, die blinde Uhrmacherin beim Maritim. Wayne McLare ist einfach ein Brett. Also wie heißt das? Ein Brett in der Ein Brandung? Junghieb, oder? Ja. Genau, ein Ja, Brett in der ist Brandung. ein Brett in der Brandung. Ein Brett im Hieb. Ja, das ist einfach immer gut tatsächlich. Und hier erfahren wir tatsächlich doch so einiges über Smokestack und über die Leute in Smokestack. Also es geht ja schon einige Folgen lang um diese ominöse Stadt Smokestack, die eben so ein Imperium an Maschinenbauern beherbergt und so. Ja, weit und breit irgendwie so alles unter seinem Fuchtel hat. Und das wird von vielen Seiten tatsächlich beleuchtet. Also einmal ist Phipps zum Beispiel, ganz tolle Szene, schleicht sich da in eine Kneipe und erzählt dann, dass seine Zeche quasi zugemacht wurde, er seine Arbeit verloren hat, eben durch Smokestack, weil die eben, ja, so wie so ein Industriemagnat sich alles unter den Nagel reißen und eben die Leute dann keine Arbeit mehr haben. Geht dann eben nicht nur ihm so, sondern er wiegelt dann eben quasi alle auf. Also einmal von der Seite und dann von der anderen Seite Smokestack selber eben, wo ja um die Nachfolge von Solomon Crompton, dem Chef, quasi gebuhlt wird von seinen Kindern, wo eben Eve Crompton, die Superingenieurin, sage ich jetzt mal, sich so herauskristallisiert, weil sie eben ja das hellste Köpfchen zu haben scheint und etwas entwickelt hat. Und zwar so eine Art Spoiler, Supermaschinenkrieger, nenne ich es jetzt mal. Und auf der anderen Schauseite haben wir Wayne McLare und Aidan Quinn, die eben ja sich in Smokestack eingeschlichen haben und von einer titelgebenden blinden Uhrmacherin erstmal ihre tragische, traurige Geschichte, die eben auch mit Solomon Crompton zusammenhängt, in Erfahrung bringen und dann eben sehr Interessantes, vor allem über Eve Crompton, erfahren. Ich habe, glaube ich, jetzt schon zu viel verraten, aber sei dahingestellt. Und wie das eben alles so miteinander zusammenhängt und flott erzählt wird und hochamüsant ist und toll produziert wird und musikalisch schön untermalt ist und so ein rundum gelungenes Hörspiel ist, das ist eben sehr hörenswert, macht bombig Laune, wie immer, und ist unterhaltsam, ist lustig, ist spannend tatsächlich und hochinteressant und in Vorausblick auf die nächste Folge, huiuiui, da bin ich ja mal sehr gespannt, Okay. ja, was da kommen wird. Denn der Titel, den weiß man ja schon und ja, mal gucken, was da passieren wird. Ich hoffe nicht das, was ich befürchte. Das wäre Okay. nämlich sehr schade.
weil die Serie wirklich granatenstark ist. Und zwar wirklich jede Folge, muss man so deutlich sagen. Da kann man nicht fehlgreifen. Okay. Egal, aus was für ein Fachmann kommt. Also das ich glaube, da hat irgendwie jeder dran Spaß. Mhm. Wer wirklich Hörspiele mag, der muss Wayne McLaren hören, ganz platt gesagt. Das ist doch mal eine Aussage. Ja. Cool. Ja, damit sind wir durch. Sind wir? Durch. Ja, somit okay. Durch das, was wir gehört haben. Ja. Ja, so ein paar Sachen hatten wir schon. Sollen wir jetzt noch verlesen, was wir im letzten Mal hatten? Verweisen wir jetzt einfach auf unsere Seite. Wir können auch verweisen, genau. Ja, dann ich denke. Machen wir das doch mal. Also das, was wir gehört haben, was wir schon letzten Mal vorgestellt haben, beziehungsweise sogar schon im vorletzten Mal im Vorausblick, das listen wir euch alles auf, genauso wie das, was wir nicht hören konnten, was aber trotzdem hier erschienen ist. Das ist auch noch eine ganze Latte. Oh ja, die Liste ist lang. Ja, und dann gibt es noch eine viel längere, das ist die Hörspiele, die seit Oktober wieder verfügbar sind, die es neu oder wieder neu gibt. Da ist also alles dabei, was All Ears zum Beispiel wieder aus den Archiven gekratzt hat, ganz viel aus dem Radio, was wieder gesendet wurde und nochmal neu zum Download zur Verfügung steht. Da ist, wie gesagt, einiges drin. Guckt ja. Rein, hört rein. Genau. Und dann schmeißen wir uns jetzt in die Gedönskategorie. Und vor allem Reste, wir haben viel Reste. Na dann. Ja, wir haben Reste, ja. Voluminöse Reste zum Teil. Bis gleich. Bis gleich.